Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Voll tanken. Ja, wir werden jetzt ein bisschen weitermachen. Jetzt aber mal vorweg. Schönen Dank fürs Reinschauen und fürs Like und Abonnieren. Ja, freut mich, dass hier wieder mal einer einschaltet. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr möglichst lange schauen würdet oder zumindest laufen würdet, laufen lassen würdet, weil durch die höhere Einschaltquote ist die Empfehlungsrate natürlich etwas höher. Ich sag mal so, je länger man schaut, umso höher ist der Anteil der Prozente des Durchschnitts und dadurch wird man eher an einer gezeigt und vorgeschlagen. Aber danke dafür, dass ihr überhaupt mal reinschaut. Es sind so viele Anbieter da, ne? Da bin ich mir jeden froh, der mal reinschaut, mal guckt. Ich habe ungefähr 10 Jahre zu spät angefangen. Aber wie gesagt, das ist. Ich habe mir vorher darüber nie Gedanken gemacht. Ne? Also, irgendwann bekam ich den Rappel im Januar. So, das war Mitte Januar ungefähr. Und weiß gar nicht warum. Jo, du brauchst eine Herausforderung, ne? Und da ich ja gerade angefangen hatte, auch mehr oder weniger woanders zu schauen, mehr oder weniger intensiv, jo. Nach einer Weile, Mensch, du kannst halt dein Hobby verbinden und das für später mal auch mal um die Rente aufzubessern, ne? Mal zu sagen, ich habe noch mehr wie 10 Jahre Zeit. Also nur für die Zukunft, also nicht, dann denkt ihr, dass ich morgen damit Geld verdiene, das habe ich nicht geglaubt, ne? Aber ich sag mal so, für Rente aufbessern, naja, wenn du jetzt sowieso spielst, ne? Warum denn nicht, ne? Naja gut, da habe ich noch keine Gedanken gemacht mit Bearbeiten und all sowas, ne? Da habe ich mir gedacht, Mensch, das Bearbeiten, das dauert ja auch noch dieselbe Zeit wie wir spielen ungefähr, ne? Das war mir zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst. Aber gut, ich habe es ja mal angefangen und dann habe ich es ja gesagt, ja, jetzt muss ich doch durchziehen. Und seitdem bin ich dabei. Ich habe ein bisschen übertrieben manchmal mit 4 Folgen pro Tag. Ja, und habe auch gesagt, Mensch, das ist ganz schön viel. Und später stellt ihr auch fest, das ist viel Arbeit, ne? Und wer soll die 4 Folgen auch anschauen, ne? Okay, dann habe ich dann angefangen mit 70D. Und so gedacht, nein, anderes Thema wäre offline nicht schlecht, ne? Ja, das hat es dann auch nicht so gebracht. Gut, jetzt bin ich mehrheitlich bei LS. Ich muss dazu sagen, LS ist eigentlich mein Hobby, was ich immer hatte. So, wir wollen gucken, wo war ich mit diesem stehen geblieben? Ich glaube hier. Ja. Hat mich der Grün überholt. Naja, macht ja auch nichts. So, hier, einstellen. Ja, und da bin ich auf YouTube gestoßen. Also, mir vorher auch nie Gedanken gemacht, was für Arbeit das sein kann, ne? Oder was das überhaupt, Zeit kostet, echt. Ob nun Wochenende oder Sonntag, Sonntag und Wochenende, das ist das Gleiche. Jedenfalls, das Spiel macht mir nachher Wort was. Das andere packt immer so ein in der Zeit. Geht schon irgendwie. Also ich sehe es als Hobby an und nicht als Berufung. Ne? Also Geld verdienen ist für mich hier erstmal vorläufig überhaupt kein Thema. Ich soll ja 1000 Abonnenten haben und 4000, die geschaut wurden. Ne? Also Stand heute. Das wird garantiert nicht weniger, ne? Aber gut, man muss sich da halt rankämpfen. Jeder Abonnent ist Gold wert, kann man sagen, ne? Jetzt bin ich ja bald im Januar, wird es ja 2 Jahre. Das erste halbe Jahr habe ich viel verschenkt. Gut, wusste vieles nicht und man musste also nach und nach erarbeiten.
von Aufnahmeprogramm bis hin zum Bearbeitungsprogramm alles durchprobiert und getestet und so, Bildbearbeitungsprogramm, das Thumbnail habe ich vorher überhaupt nicht begriffen, Anführungszeichen, ne? Ja, aber so arbeiten wir jetzt vorwärts. Und wie gesagt, jeder Zuschauer, der dazukommt, ist ein Gewinn, ne? Gut, ab und zu mal hat mich auch der eine oder andere verlassen. Was ich persönlich schade finde, aber ist halt so, ne? Ich weiß den Grund nicht. Welchen Grund wüsste das dann besser, aber deswegen würde ich nichts anderes machen, hier ein Spiel machen, also mal zusagen. Ich bin ja gerne bereit, neuere Sachen anzunehmen. Aber wenn man das von vornherein gar nicht weiß, dann muss man sich halt. Also spielweise werde ich deswegen im Großen und Ganzen nicht ändern oder so. Das ist zeitlich gesehen. Man könnte das eine oder andere vielleicht anders machen, aber wie gesagt, die Taktik beim Spiel ändert sich nicht. Das ist ja so, ne? Schon wieder Blocking. Blocking? Ne, Full. Das ist eine andere Geschichte, da bin ich. Blocking Stroh. Warum fährt er nicht weiter? Haben wir es komisch, ne? Achso, wollte uns gucken hier. Der fährt da. Der fährt gar nicht weiter. Wollen wir da hinfahren? Der ist, glaube ich, links gewesen. Wie gesagt, Stroh ist nicht ganz so wichtig. Aber ich hab's mal angefangen, ne? Links. Mal gucken, wo der. Der muss ja. Ich habe da eigentlich. Der war entlassen. Links ist. Gut, das war rechts. Also ganz ehrlich gesagt, wenn heute nicht klappt mit Stroh, ja, dann lass ich ihn fast liegen. Mal gucken. In grün beginnt er. Gut. Was ist also? Ich muss mal gucken hier. Ich dachte schon wieder um Kreuz. Ansonsten. Der fährt, der fährt. Fahren alle. Ja, wenn man mittendrin ist, ist das ungünstig, ne? Wenn man anfängt und dann durcharbeiten lässt, ist besser. Aber gut,
Oder ich muss das nächste Mal komplett in den Fahrzeugen reingehen und dann anhalten, dass die vor Ort dann stehen. Dann wissen die auch, wo sie weitermachen müssen. Wenn sie irgendwo natürlich stehen und ich speichere ab, ungünstig, ne? Ist jetzt wieder Platz? Ich glaube eher nicht. Aber probier es mal aus. Ein bisschen Zeit hier geht ja dabei. Sehen. Ja, das Platz. Geht hier nur 80.000 rein. Mal gut, das muss ja auch irgendwo realistisch sein. Ne? Wäre ja nun Quatsch, wenn wir eine Angabe hätten von hier Millionen. Sei das so ein Bunker mit Reserve, wo man im Prinzip dann alleine nachfüttert. Ne? Das wäre aber eigentlich sinnvoll. Ne? Einziges Problem ist dabei, Problem nicht. Die Silage ist ja eigentlich nicht ewig haltbar. Ne? Muss man halt wissen. Ne? Wenn man hier zur Luft rankommt, das beginnt ja mit der Zeit auch zu verrotten, ne? Mit Sauerstoff. Die Silage ist ja eigentlich im Grunde wie Sauerkraut. Durch Milchbakterien oder was das ein Zeug ist, Säurebakterien, entsteht Milchsäure und diese Milchsäure konserviert das Futter. Oder Sauerkraut, je nachdem, was ihr haben wollt. Und sobald die Luft daran kommt, wird es halt abgebaut, ne? Und dann ist es irgendwann es verfault, gut Deutsch, ne? Es verrottet im Prinzip. Wird dann eigentlich normalerweise Kompost oder Mist. Nur halt Dreck, ne? Also nichts für die BGH mehr. Also Energiewert sinkt. Muss man ja auch wissen, dass zum Beispiel beim Mais ja das Wertvollste das Körnermais ist, ne? Und nicht hier das Grünzeug hier, was da dran ist, ne? Das sind ja die Körner, das wertvoll macht. Denn für Natur wäre es ja sinnvoll, man würde die Reste nehmen, um das entsprechend zu BGH verarbeiten und nicht das, was man als wertvoll betrachten würde als Futter, ne? Da haben wir einen Ofen, was verheizt. Wenn Stroh ist zum Beispiel, das Stroh enthält ja kaum Energie, ist ja nur noch trockenes Rest. Das Wertvolle ist ja das Korn. Im Korn ist ja das ganze Energie gespeichert. Ne? Also von Stärke über Fett, nur Eiweiß weniger, aber halt diese ganze energiereichen Sachen halt. Ne? Deswegen ist das Ganze mit dem unsinnig, ne? Genauso unsinnig ist, wenn man jetzt Kühe oder Rinder von Südamerika, von der Pampa da in Europa gebracht werden, ne? Solange wir gewisse Eigenproduktion haben, ne? Auch wenn es aus Tiefkühlkost kommen würde. Das ist nicht logisch, ne? Also, ich kann die verstehen, was wir kaufen wollen, ne? Aber sinnvoll ist es nicht. Auch preislich gesehen nicht, ne? Weil es schlichtweg Unsinn ist, ne? Wir bezahlen den Bauern dafür, dass er arbeitslos ist, die Rente oder die Versicherung oder was ich für was für Unterhalt und importieren dafür billiges Fleisch aus Südamerika. Das ist ja dann paradox, ne? Aber worum geht es dabei? Um die große Exportindustrie in Europa, die wiederum Autos dahin verkaufen wollen. Darum geht's. Aber es ist besser, man produziert vor Ort, ne? Ob nun Rind oder Autos, ne? Das ist ja weit mehr so wundert, wenn die jetzt zum Beispiel jetzt den Seat in Spanien herstellen. Und dann wird der Seat in ganz Europa
mehr oder weniger verkauft. Und gleichzeitig werden Autos von Deutschland, Polo oder Golf, von derselben Firma Richtung Spanien verkauft. Also die fahren Autos von A nach B. Das ist... Im Grunde ist ja die... Wenn sie das vereinheitlichen würden, dann könnten die auch VW in Spanien herstellen, ne? Wenn sie es wollten, ne? Denn beide haben vier Räder, ne? Natürlich berechnen. So. Das ist heute Folge Nummer 4. Die Hochrechnung ist auf Dienstag. Nee, Quatsch. Wenn es 4 ist, ist es Donnerstag. Also morgen. Freitag ist wieder Livestream. Vielleicht mache ich auch mal einen Livestream von der Marsch. Das kann ich mir ja morgen entsprechend eintakten, indem ich das so mache, dass ich die Thüringen-Karte mehr aufnehme und dafür die Marsch immer bringe. Das wird man machen. Genau. Ich bringe mal die Marsch auch mal auf Livestream. Und zwar am Freitag. Als Beispiel. Wenn ich gerade mal jetzt so mal einfällt, habt ihr vergessen, ja nicht. Dann muss ich Thüringer mehr Folgen aufnehmen. Ja, ich muss. Ich kann auch morgen noch mal Folgen aufnehmen, so ist ja nicht. Aber wie gesagt, dann wäre es jetzt nicht, das ist Thüringen. Thüringen, ja genau. Thüringen ist ab morgen. 4 heißt Dienstag. Doch, Dienstag. Dann bringe ich schon durcheinander jetzt. Deswegen mache ich so gerne einen festen Rhythmus. So, Folge Nummer 4. Also morgen früh müssen die Kühe versorgt werden. Ich meine, ich kann es auch noch heute machen, ne? Wichtig ist für mich, dass Feldmoro 13 komplett abgeerntet wird. Heute. Innengehen. Weil das ist mir jetzt wichtig. Damit der morgen das Feld oder gleich zum Abschluss das Feld wieder abgeben kann. Also von auf 8. Und ich schaue, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schön Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter in Thüringen. Ja, mal sehen. Ja, Thüringen auf jeden Fall. Silage, noch Silage übrig. Aber wie gesagt, die Ernte läuft weiter auf Feld Nummer 13 und Stroh auf Feld Nummer 10. Ja, mal schauen, vielleicht finden sie noch irgendwo einen Unfall, wo ich eingreifen kann. Das ist immer tschüss, ciao, danke fürs Reinschauen, bis morgen, tschüss.